select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Spiel jetzt dein erster FC Pforzheim. Achso, Karl-Heinz. 1 zurück. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Fußballfreunde. Erste Szene. Julian, wichtiger Sieg heute. Wie hast du es erlebt und gesehen? Ja, wie Sie es schon sagen, ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Direkter Konkurrent Waldorf, jetzt auf 7 Punkte distanziert. Ja, deswegen erstmal durchatmen. Ziel erreicht. Heute die 3 Punkte geholt und darum ging es heute und nichts anderes. Du hast dich heute mit viel Kampfgeist ausgezeichnet und das Tor geschossen. Ja, wie beurteilst du deine Leistung? Ja, ich kann mich nur wiederholen. Für mich war persönlich sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, weil ich bin hier mit anderen Ambitionen hergekommen. Eigentlich wollten wir oben mitspielen und ein Abstieg ist eine Katastrophe. Und deswegen, ja, ich gebe eigentlich immer 100%, aber heute jetzt auch in einer offensiveren Position wollte ich halt den Sieg erzwingen, sowohl offensiv als auch defensiv, zweite Halbzeit, als ich da 2-3 Mal die anderen noch abgelaufen habe. Es war einfach eine Willensleistung, weil ich den Sieg heute wollte mit unserer Mannschaft. Und wir haben alle 10 plus Torwart plus alle, die reinkamen, Vollgas gegeben. So muss das sein. Jeder hat gekämpft für den anderen und das macht Fußball aus. Wie hast du das Tor gemacht? Ja, wir haben uns da links durchgespielt, Querpass. Erst hält der Torwart noch und ich spekuliere halt drauf und stehe halt dann da, wo ich stehen muss und nick ihn dann ein aus 4 Metern und ja. Geht's weiter im Abstiegskampf? Ja, was heißt Abstiegskampf? Ich glaube von oben, Stuttgarter Kickers sind arg gefährdet. Wenn die runterkommen sollten, wäre Worst Case 4 Absteiger. Das wäre dann aktuell, glaube ich, Waldorf. Die hätten wir jetzt auf 7 Punkte distanziert. Die haben noch 4 Spiele, könnten 12 Punkte holen. Also rechnerisch ist es noch nicht drin. Wir spielen jetzt am Samstag in Spielberg. Da heißt es einfach nachzulegen. Und ja. Was meinst du, wie es in Spielberg wird? Spielberg tut sich ja zurzeit ziemlich schwer. Ja, ich habe keine Ahnung, was in Spielberg intern los ist. Schon ernüchternd, wenn man direkte Duelle daheim gegen Waldorf und Sandhausen insgesamt mit 0-10 verliert. Aber die werden wahrscheinlich mit allen Mitteln versuchen, die 3 Punkte zu holen, um ihre letzte Chance wahrscheinlich zu nutzen. Und da heißt es dann auch wieder wie heute von der ersten Sekunde an absolut dagegenhalten und mit Wille und Kampfgeist das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Ein paar Worte zum Finale im Badischen Pokal, im Rothauspokal und zum DFB-Einzug von deiner Seite. Was bedeutet es dir, was bedeutet es euch? Ja, wir hatten eigentlich 2 Ziele vor der Saison. Einmal war das, den DFB-Pokal zu erreichen, weil das wünscht sich der Vorstandsvorsitzende Markus Geiser und sein ganzes Vorstandsteam mit Marco Nabinger, Wolfgang Fischer, Thorsten Heinemann und der Reinhard, die wünschen sich das alle schon sehr. Das haben wir erreicht und das zweite Ziel war eigentlich vorne mitspielen, das haben wir jetzt nicht so ganz erreicht, aber das Beste noch draus machen, die Liga zu halten und für das Finale, ja, mal schauen, wenn der KSC den 3. Platz hält, dann spielen wir wahrscheinlich gegen die 2. Mannschaft, also hätten wir dann noch eine realistische Siegchance und ja, abschließend würde ich gerne noch das Tor meiner Freundin Jenny widmen und Bobby, die leider gesundheitstechnisch daheim schützen, für euch war das. Julian, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.